Baskets Heidelberg. Die Basketballerinnen haben eine super Hinrunde gespielt, wollen das jetzt natürlich auch in der Rückrunde bestätigen. Und am Samstag geht es da zu den Eisvögeln nach Freiburg. Die Heidelbergerinnen reisen da als klarer Favorit in den Breisgau. Das Hinspiel haben die Heidelbergerinnen deutlich für sich entschieden. Insgesamt haben sie in der Hinrunde 8 von 11 Spielen gewonnen und belegen damit verdient den 2. Tabellenplatz. Stehen die Baskets auch nach der Rückrunde auf einem der ersten 8 Plätze, dann qualifizieren sie sich für die Playoffs. Hier werden dann 2 Aufsteiger aus der Nord- und Südstaffel erspielt. Über die Chancen der Basketballerinnen in der Rückrunde der 2. Bundesliga hat mein Kollege Francesco Romano mit Trainer Sebastian Nörber gesprochen. Herr Nörber, 11 Spiele sind gespielt, 11 stehen jetzt noch an. Wo geht's denn hin in dieser Saison? Wir wollen zunächst den 2. Platz in der Tabelle im Süden definitiv verteidigen und uns da eine sehr gute Ausgangslage für die Playoffs schaffen und dann schauen, dass wir in den Playoffs maximal weit kommen. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein, am Ende der Saison auch auf dem 2. Platz zu stehen? Sehr gut. Wir haben uns gerade im Verlauf der Hinrunde deutlich, deutlich besser entwickelt, sind offensiv deutlich stärker geworden. Jetzt haben sich auch ein paar andere Teams verbessert. Die Liga ist sehr eng beieinander. Wir spielen am Wochenende gegen Freiburg, den 8. Wir sind nur einen Sieg hinter dem Drittplatzierten. Und da ist Liga eng beieinander. Aber wenn wir unsere Dinge so weitermachen wie bisher, dann bin ich ja sehr guter Dinge. Ich gehe davon aus, dass die Playoffs fest, als festes Ziel eingeplant sind. Gehen Sie auch den Schritt weiter und sagen, wir wollen auch aufsteigen? Realistischerweise werden wir das nach dieser Saison noch nicht machen können. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist zu sagen, dass wir sehr zeitnah eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen und die deutschen Spielerinnen hier so entwickeln, dass sie alle erstligafähig sein werden. Aber Sie würden im Falle des Aufstiegs auch natürlich den Aufstieg annehmen, oder? Ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und wahrscheinlich nicht, weil wir wahrscheinlich einfach sagen, hey, wir haben noch Spielerinnen, die brauchen vielleicht noch 1, 2 Jahre, um in der Breite des Kaders so aufgestellt zu sein, dass wir mit all diesen Spielerinnen dann auch in der ersten Liga antreten können und diese Spielerinnen auch so weit haben, dass sie da eine definitive Rolle haben. Trotzdem wollen Sie ja die Saison bestmöglich bestreiten. Jetzt geht es ja, wie Sie schon angesprochen haben, nach Freiburg. Spüren Sie da Druck, gewinnen zu müssen, weil der Blick auf die Tabelle eben das ja einen Sieg fast schon verspricht? Ein Stück weit ja, aber auch ein gewisses Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn wir unsere Dinge, wie schon angesprochen, ordentlich machen, können wir Freiburg definitiv schlagen. Die haben eine Aufwärtskurve, ist ein starkes Team. Dennoch sind wir da in meinen Augen stärker. Sebastian Nörber, der Trainer der Baskets aus Heidelberg. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.